So, wieder hallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderbaren weiteren Ausgabe von KX Street Mall, meine Damen und Herren. Wir sind zurück und ja, der nächste Club und das nächste Auto steht an, aber das leider erst nächste Folge, weil, ja, um das Ganze zu machen, brauchen wir erstmal noch ein bisschen Moneten. Wir haben zwar 311k, aber, ja, Träume kosten viel Geld, Tuning vor allem auch, und ich möchte ein bisschen Puffer haben. Heißt, dementsprechend werden wir uns heute mal ein bisschen um die finanzielle Sache kümmern und dementsprechend auch ein paar Elite-Rennen fahren einfach, weil die bringen XP, die bringen Geld und natürlich auch Dollars. Und wir haben uns auch so ein bisschen aufgeklärt, warum ich Level 14 die Autos freigeschaltet habe, aber erst Level 16 sie kaufen kann. Das liegt daran, aufgrund dessen, dass ja das ganze Progression-System ein bisschen überarbeitet worden ist, wie viel XP man bekommt und so, wurden ein paar Sachen auch verschoben. Das gilt auch für Tuning-Teile, die haben spätere Level bekommen und so Kram. Und die Freischalt Bildschirme sind aber nicht darauf angepasst worden, auf das, was im Hintergrund passiert. Und dadurch haben wir die Autos offiziell laut Level 14 frei, aber offiziell erst Level 16. Deswegen hat sich da ein bisschen was verschoben. Aber ja, ich würde sagen, wir versuchen von jedem der Clubs, wenn wir können, die ganzen Elite-Rennen jetzt mal abzugehen. Weil wir haben ja überall jeweils eins und dann 15 Minuten Wartezeit. Heißt, wenn wir die anderen machen und noch ein paar Zwischenaktivitäten, dann können wir auf jeden Fall heute schöne Elite-Rennen grinden. Das gibt erstmal gut Kohle, das gibt erstmal gut XP und es gibt Jolt. Und Jolt ist gut. Da brauchen wir zwar natürlich noch nicht, was wir für heute vorhaben. Für C2-Tuning brauchen wir noch kein Gold, da kommen wir noch gut rum. Aber man soll ja auch für die Zukunft sparen und was zurücklegen. Das ist ja auch wichtig. Denkt an eure Zukunft, liebe Kinder. Vorausschauend arbeiten, ne? Das, was ich in der Realität nicht hinkriege, versuche ich jetzt hier in KX-Tuning umzusetzen. Ich weiß nicht, ob das so lustig ist, Lukas. Das ist eigentlich traurig, egal. Gut, so, zwei Punkte sind wir drunter. Ich will aber auch nicht tunen. Unser Daytona. Obwohl, solange der Typ mit dem Daytona ist, alles fein. Wenn der Typ mit dem Mustang ist, haben wir ein Problem. Weil der, wenn der eine höhere Leistungsscore hat als wir, dann haben wir ein kleines Problemchen. Den Daytona dürfte ich hoffentlich im Griff bekommen. Der Dude ist Gott sei Dank hier und da nicht so schnell wie unser Skyline. Sagte ich und bekam bisher relativ hart auf die Fresse. Aber ich hoffe, dass wir hier gleich noch ein schönes Topspeed-Stück haben, weil da kann ich ein bisschen mehr mitmischen. Ja, okay, oder er rammt den Golf, aber das macht einfach keinen Unterschied. Ah, nicht in die Einfahrt, das ist für die Gegner reserviert. Komm, jetzt bauen wir einen Unfall, Bruder, was ist mit dir? Jetzt zieh mich hier. Junge, wir machen diese Elite-Rennen, um mit Progression zu machen. 50 Mal dasselbe Rennen fahren ist nicht mein Ding. Ah, ich bin ein bisschen ran. Das ist stockfinster, das ist das Problem. Aber ich habe mich rangebremst. Ich bin dran. Aber hier, der Allrad hilft. Der Allrad hilft. Ja, Elite-Rennen sind natürlich schwieriger. Die sollen ja auch eine gewisse Herausforderung sein. Der Sieg soll ja auch erarbeitet werden. Ja, der rammt hier alles Mögliche, aber halt alles nur so zart. Bruder, kannst du jetzt mal richtig irgendwo reinhämmern? Also wirklich so, wo du denkst so, ah. So, überschlagmäßig, aber er ist momentan eher so tief. Ach du. Samt und kuschelig. Ah, da kam wieder ein Fehler, aber es reicht. Junge, jetzt könntest du mal mehr Fehler machen. Was ist mit dir? Kann man die Dinger restarten? Ich habe da nur ein paar Tries, ne? Er baut halt einfach keinen Fehler. Ich hasse ihn. Jetzt kam ein, der zwei Leistungspunkte überwiegt. Wie kann er so viel schneller sein? Ach komm schon. Skyline C. Bauen Unfall. Scheiße, ich nehm's XP mit, scheiß drauf, here we go. Oh Mann, ey. Okay, ja. Ja, 10 XP, okay. Es lohnt sich halt wirklich eigentlich nicht, die Dinge abzuwarten. Also eigentlich, weil, wie gesagt, zum Release des Spiels war es so, ey, wer noch Zweiter, du kriegst ja fast dieselbe XP-Zahl. Ja, mittlerweile ist es aber so, Bruder, start neu. Das ist wirklich Lebzeit, die draufgegangen ist, aber safe, sowas von. Ah, ich sehe schon kommen, dass wir für die Elite-Rennen eigentlich die Autos upgraden müssten, eigentlich, weil. Wie gesagt, hier sind zwar nur zwei Punkte Unterschied, aber naja, man merkt ja schon, die machen leider einen Unterschied. Oh, scheiße, das wird die 10, ne? Ja, war klar. Ach, Mann, fuck. Das Problem ist, dass die Jungs, dass der halt wirklich flott ist, der scheiß Charger. Muss hoffen, dass er einen Fehler macht. Sonst wird das hier eine trickige Nummer. Wir kommen zu einer Folge, wo ich Geld verdienen will, aber eigentlich Geld ausgeben muss, um Geld zu verdienen. Es ist wirklich ein ganz wilder Kreis, den es hier gibt. Was, sie wollen mehr Geld, Geld verdienen? Dann geben sie erstmal mehr Geld aus. Moneten. Der Tuner mag hier auf jeden Fall, der Tuning Shop mag auf jeden Fall Moneten. Hier in den Kurvenabschnitt bin ich echt schneller als er. Der Charger ist nämlich Gott sei Dank in den Kurven echt beschissen anscheinend.
Amazon Line, sobald es dazu kommt, wofür so ein Charter gebaut ist, geradeaus fahren, habe ich leicht das Nachsehen. Ah, ja, ja, ja. Ja, das mit dem Move, da kam der Fehler, da war er. Sehr schön, da kam der Schubser, da hat er sich kurz festgefahren. Sonst muss ich das Ding irgendwie verteidigen. Wie der letzte Assi, der ich bin. Einfach komplett breit machen, schubsen, alles. Oh Gott. Wo ist er da? Komm schon, jetzt ist das Team jetzt durch. Das holen wir jetzt schön nach Hause. Das habe ich mir verdient. Wo ist er? Ich hab wirklich Schiss, dass der... Oh. Nein. Ah, oh, nein. Verpiss dich. Ja. Oh Gott. Ich wollte unbedingt rechts vorbei an den Autos und habe dann erst gesehen, dass da ein scheiß Auflieger von dem LKW steht, Alter. Aber auch wirklich so nah an der Straße, dass auch gar keine Lücke mehr ist. Oh, das war jetzt knapp, Alter. Heieieiei. Heieieiei. Gut, Level Up zumindest. Das bringt ja auch was. Das bringt ja auch gut Kohle. Das bringt ja zusätzliche Moneten. Credits. Oh, neue Autos. Ah, verdammte Scheiße. Hör doch auf, mir den RSX jetzt freizuschalten. Mann, ich habe gerade gesagt, ich habe zwei andere Autos. Ey, das ist wirklich die Spiel, ne? Ich hasse es. Ey, RSX, S2000. Gute Frage. Und hier, Mark II. Und Charger und Mustang und 370Z. Ja, ist ja gut, Alter. Hallo. Ja. Die werden vom Score vor allem immer schneller. Obwohl, der Mustang hat wirklich einen hohen Score. 192 schon Stock, Alter. What the fuck? Ja, klar ist der ein harter Gegner, Alter. Ist der Stock schon so schnell, wie er sein müsste. Puh. Oh, ja, egal. Auf Dauer holen wir jetzt sehr viele Autos. Ich bleib weiterhin bei Supra und Porsche. Wir können uns jetzt nicht 50.000 weitere Autos reinschmeißen, weil dann kriege ich irgendwann ein Dilemma mit mir selber, dass ich hier eine Krise erleide. Ich schwör's euch, Alter. Ich breche zusammen, wenn wir das machen. So, nächste Elite-Rennen. Dauert ja jetzt ein bisschen, ne? Das hat ja... Da unten ist ja 15 Minuten, genau. Heißt, wir gehen zum anderen Club, MyCars. Die Juniors machen wir. Das bringt zwar nicht viel, aber ey, es kostet halt, bringt halt Zeit dementsprechend. Macht es eigentlich Sinn, dass wir dem hier Kollegen mal kurz neue Reifen verpassen? Wir müssen mal ganz kurz dahin. Und verpassen den Brauch ZX mal ganz kurz einen Satz neuen Reifen, damit das Ding auch mal funktioniert. Weil das Junior-Rennen ist da unten. Komm, wieder bringt es ja nur 50 XP und 4.500, aber es kostet Zeit und dadurch können wir vielleicht, wenn wir Glück haben, was anderes machen. So, das Problem ist, ja, wir fahren schon dahin. Die nächste Tankstelle ist so fick hier. Ja gut, die 130 Fast Travel ich jetzt mal gerade schnell, weil ich habe jetzt keinen Bock mit dem Karren ohne Reifen rumzueiern, weil das ist anstrengend. Das ist wirklich, das macht einfach keinen Spaß. Sprit ballern wir auch gerade mal rein. Ja, die Kisten werden es jetzt erstmal kurz Geld kosten, weil ich teilweise die Dinger echt ein bisschen vernachlässigt habe. Ja, wir machen ach, Sportreifen reichen bei Ihnen, komm. Bei ihm reichen Sportreifen. So, gut, jetzt fahren wir dahin. Here we go. Weil, wie gesagt, wenn wir jetzt die ganzen Elite-Rennen nach und nach machen, können wir dann wieder in den Loop kommen, dass wir die nächsten nochmal wieder fahren können. Weil wenn wir jetzt genug Clubs haben, kriegt man die Viertelstunde eigentlich immer recht gut voll. Vorher waren das ja 2-3 Stündchen oder so, die das Ganze gedauert hat, bevor man wieder spielen durfte. Da war das halt noch aus dem Smartphone-Ableger übernommen. Und da war es ja auch wirklich so, dass es wie so eine Grenze sein soll, damit du halt echt Geld bezahlst. Und das ist ja hier nicht nötig. Und jetzt ist ja eigentlich nur dafür, dass man die Elite-Rennen nicht lächerlich oft grindet. Jetzt muss man sich halt einfach nur die Abwechslung damit holen, indem man, umso mehr man Clubs mal hat, umso mehr ist diese Viertelstunde easy auffüllbar. Umso mehr können wir theoretisch am Ende auch die Wild Juniors dann auslassen, weil, ja, die bringen, wie gesagt, jetzt auch ein bisschen was, aber das ist jetzt nicht der Rede wert. Die Rennen sind jetzt nicht unbedingt die super belohnt, ganz einfache Sache. Aber wie gesagt, alles für die Zeit, weil so viele Clubs haben wir noch nicht. Die Viertelstunde will voll werden. Und das Rumgefahren bringt ja auch XP dementsprechend. Und Kohle ja auch nebenbei. So, ihr seht, ich bringe ja nur ein Gold. Aber ein Gold ist besser als nichts, ne? Ah, stimmt. Oh, Junge, okay. Wir fahren direkt Clubrennen, okay? Ich dachte mir, das wäre 1 gegen 1. Aber das kann auch 1 gegen 3 sein, okay. Ich habe wirklich gedacht, es werden immer nur 1 gegen 1 Rennen, die Elite. Aber ne, ich vermute, es sind einfach alle Rennen, die es in dem Club gibt, die man fahren kann. Einfach dann auf Elite-Level. In dem Club dürften wir easy mithalten können. Mit dem Golf 7 haben wir auch noch easy Chancen, weil der auch leistungstechnisch mit dabei ist. Wir haben einen Club, wo wir, glaube ich, upgraden müssen. Der mit dem 5er BMW. Ja, der Club ist scheiße, weil da haben wir echt Tempoprobleme. Wir hatten ja die letzte Rennen eh schon Trouble. Es ist leider mit Elite-Rennen ist das nicht besser geworden. Ah, der Nord ZX-Score hier. Der funktioniert auch gut, wenn er mal wieder Hinterreifen hat.
Ich weiß nicht, wie viele Folgen ist es jetzt, dass wir den Reifen geschreddert haben. Dritte Folge oder vierte Folge. Der Wagen steht jetzt sehr, sehr lange einfach nur auf dem Parkplatz. Und er durfte zugucken, wie ich um ihn herum neue Autos gekauft habe. Für die neuen Autos Reifen gekauft habe. Ja, das, Er war leider kurz ein Experimentierprojekt, weil ich kurz gucken musste, was passiert, wenn man keinen Reifen mehr hat. Aber jetzt ist ja wieder super. Jetzt sind der Reifen wieder drauf. Zwar nur Sportreifen, normalerweise packen wir die ja nicht mehr auf Autos drauf, aber hier bei den White Juniors mit der Klasse brauche ich jetzt hier noch keinen Elite-Rennreifen, weil das einfach rausgeschmissene Kohle ist. Die Kiste funktioniert mit den Superreifen, mit den Sportreifen bestens. Da muss ich jetzt nicht Kohle rausgeben, die ich gerade gewonnen habe, weil wie gesagt, wir wollen ja Geld verdienen und nicht Geld ausgeben. Das ist nicht Sinn dieser Folge. Das machen wir nächste Folge. Nächste Folge werden wir wie Größes persönlich Kohle verballern. Aber so richtig lächerlich. So richtig bescheuert. Nächstes Mal geben wir richtig Kohle aus, freue ich drauf. Win 5 Elite Races. So, gut. Hier haben wir jetzt auch 14 Minuten. Die Sache ist, wenn ich ein zweites Auto in diesem Club habe. Also den hier. Nee, warte, wir wechseln mal. Nee, wir wechseln mal gerade zum Civic. Also wenn ich jetzt den Civic habe, darf ich dann White Juniors wieder fahren, theoretisch? Gucken mal, Change Car. Nee, ist allgemein für den Club gesehen. Okay, gut, okay. Also darf nicht. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wir haben Union Underground. Da gehen wir mal zum Yolf und zu diesem wunderschönen nächsten Rennen. Das bringt nämlich, ups, wie viel? Ja, 3 Gold, 8000. Ja, die White Juniors sind noch nicht so, also sie sind auch angepasst worden, sie bringen mehr, aber im Verhältnis nicht so viel mehr. Erst ab dem zweiten Club kriegt man wirklich, ich sag mal, seine Kohle und auch die nötige XP, vor allem die XP. Die sind halt bei den White Juniors wirklich. Deswegen, wenn wir auf Dauer einen Club mehr Clubs noch frei haben, und die Viertelstunde mit denen loopen können, dann werde ich die White Juniors einfach außen vor lassen, weil der lohnt dann einfach nicht. Die Zeit kann ich dann wirklich sinnvoller anders investieren. Aber es macht, ich muss sagen, dass mir Elite-Rennen finde ich aber sogar ganz geil. Vor allem, dass man die so warten muss, weil wir dadurch ein bisschen unseren Fuhrpark nur mal wieder ausführen. Normalerweise fährt man immer nur sein schnellstes Auto und dann immer weiter und kauft sich neue und dann sammeln die anderen aus halt Staub und stehen einfach nur. Aber mit den Elite-Rennen hat man halt Grund, die alten Fahrzeuge mal rauszuholen und dann halt da mit denen Rennen zu fahren. Das finde ich ganz cool persönlich. Bin ich sogar echt großer Fan von. Weil die Autos sind ja auch schick. Und ich habe ja gesagt, die Autos kriegen auf Dauer auch die passende Liebe. Weil er hier kriegt auf jeden Fall sein Sport- oder Elite-Fahrwerk und allen drum dran, damit das Ding auch auf 50 steht, weil der Golf ist immer noch Monster Truck. Aber Prioritäten sind natürlich jetzt gerade erstmal beim nächsten Auto und das Tuning kostet halt Kohle, diese Ultimate- oder Racing-Teile, wie auch immer. Und da müssen wir jetzt halt ein bisschen uns im Griff halten, aber es wird der Tag kommen, wo dieser Golf nochmal und auch die anderen Autos fahrwerktechnisch Anpassung bekommen. Und dann besser aussehen. Macht euch da mal keine Sorgen. Dies ist auf jeden Fall geplant. Ja, ich komme auf jeden Fall ran. Come on. Verkackst du die nächste Kurve? Dran, komm, jetzt auch gleich mal vorbeiziehen. Schön hochdrehen, ausdrehen. Oh, da kam Verkehr, ja. Guck mal, ich hätte jetzt komplett beschissen fahren müssen. Das war jenseits von der Ideallinie. Aber ihn kann ich jetzt auch mal ganz kurz die örtlichen Laternen ein bisschen näher zeigen. Das sind wirklich sehr schöne Laternen. Und ich dachte, man muss den Leuten auch erstmal ein bisschen wieder beibringen. Boah, diese Kurve habe ich auch im normalen Rennen. Wie oft haben wir die im Rennen verkackt? Ich erinnere mich noch an diese Strecke, Alter. Wie oft haben wir dieses Rennen restartet? 3-4 Mal? Das sind First Try jetzt hier im Elite-Rennschaft. Bin ich ganz happy mit mir selber. Aber das war auch jetzt nur purer Lack, dass ich so Vorsprung hatte, weil die Kurve wieder. Ey, die habe ich hier jenseits von Gut und Böse abgeschlossen. Eieieiei. Also wirklich nicht gut. 8000 Credits, 150 XP. Here we go. Nice. Nice, nice, nice. So. Gut, da haben wir jetzt auch erstmal Wartezeit. Gut, dann haben wir. Der MX5 ist momentan nirgendwo eingeteilt nebenbei. Der AX86 auch nicht. Dann haben wir den hier. Der ist ja bei Kenjo Spirit. Das wird jetzt nur lustig, weil, wie gesagt, die Kenjo Spirit-Leute halt ein bisschen Dampf haben. Aber wir werden es schon irgendwie hinbekommen. Mit dem M5 hat es auch mal. Mit dem M5. Er hat es auch hinbekommen, einfach manchmal. Oh, da steht das Auto vom Nachbarn. Entschuldigung. Da steht mein Auto. Hoppla. Hat es auch geholfen, manchmal einfach wie ein Bulldozer zu fahren. Wir haben mehr Autos, das müssen wir nutzen. Wir müssen einfach unseren Vorteil nutzen, dass wir mehr Auto haben.
So. Und dann haben wir schon alle Elite-Rennen geloopt, die wir aktuell haben, ne? Dann haben wir, glaube ich, schon alle geloopt. Das war keine Viertelstunde, glaube ich. Nee. Dann werde ich da auch immer eine Delivery-Mission mit reinschieben. Dann loopen wir das so ein bisschen noch mit ein. Oh, natürlich habe ich volles Fahrerfeld. Warte, 275er Score. Was haben wir denn bei der Bude? Da ist auch nur 2 Punkte drunter. Ja, das Problem ist halt, er war jetzt insgesamt so viel langsamer. Also er hat nur geilen Topspeed, ist sein Problem. Dass halt wirklich David so ein bisschen, er sich so ein bisschen in den eigenen Reifen schneidet. Na, schauen wir mal. Strafphase lief aber erstaunlich gut. Schauen wir mal. Oh Gott. Jo. Ja, man merkt hier, in dem Rennen merkst du jetzt sofort instant in der ersten Kurve, was das Problem von diesem Fahrzeug ist. Kurven. Also, das ist gar keine Chance. Jetzt 15 außen rum, easy. Wollte ich mich da irgendwie am rumkrebsen. Mit Racing-Reifen trotzdem mal rumsliden. Das ist schon echt heftig, ey. Ah ja. Aber wir können hier auch schön Gas geben und da sind wir ja YouTube. Alter, wie auch immer das da gerade gut gegangen ist. Holy fucking shit, ey. Da haben die beiden aber richtig Lack gehabt, dass der eine vorne weg und der S5 hinten vorbeigekommen ist. Der Range Rover hätte jetzt gerade richtig coole Arbeit für mich leisten können. So, jetzt kommt so eine scheiß Sprungkurve hier. Ja, tschüss, Score, egal. Level sind Level. Boah, das wird echt tricky mit den beiden. Oh, es ist wirklich der Club auf Dauer für die Elite-Rennen. Müsste man sich eigentlich noch ein weiteres Auto hier reinholen. Also, was irgendwie ein bisschen Handling besser ist, weil der Wagen ist halt wirklich. Das ist das große Problem vom Bimmer, ey. Das Ding geht nicht um die Ecke. Ich soll mal schauen, ob wir vielleicht auf Dauer den MX-5 oder den i86 hier reinkrachen können. Problem ist, da müssen wir, glaube ich, leistungstechnisch richtig reinschallern, weil die sind, glaube ich, noch C1 beide. Also da müsste richtig was passieren. Das 15 kriege ich hier, aber der Civic da vorne macht gerade sein eigenes Ding. Wenn der jetzt keinen Unfall hat oder irgendwo weggeteamt wird. Also dann brauche ich auch nicht restarten, das gibt ja einfach keinen. Ich bin einfach nicht schnell genug mit dem Fünfer. Hier für den Club müssen wir uns dringend noch was überlegen, fahrzeugmäßig. Ach scheiße, ja. Weil das ist hier einfach nicht machbar. Also, so dumm es klingt, der Wagen ist halt nicht gut genug. Der Bimmer ist hierfür nicht gut genug. Wir könnten das restarten, aber der Bimmer ist einfach zu schlecht dafür. Fertig, das ist halt einfach die Sache. Okay, wenn ich nicht restarte, sind die 15 Minuten auch automatisch aktiv. Okay, alles Klärchen. Okay, so, gehen wir wieder zurück zu unserem Skyline, weil das ist ja unser aktueller Kollege. Und da haben wir noch 3 Minuten. Ey, go here. Doch, wir haben fast 15 Minuten geloopt bekommen. Krass, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Wir haben, wo ist die nächste Karte-Livery? Dann machen wir die doch gerade schnell noch. Die ist hier drüben. Da machen wir noch eine kleine Karte-Livery zwischendurch. Komm. Machen wir eine kleine Kali-Livery zwischendurch. Das kann auch nicht schaden. Ja, für den Einklub muss ich mir, für Kentos Bimmer muss ich mir jetzt überlegen. Also der Bimmer hat, wie gesagt, bei der Kampagne gerade so funktioniert. Müssen wir mal schauen, ob wir uns da vielleicht irgendwie. Haben wir ein anderes Free Auto frei, sonst haben wir dann eine kostenlose Karre in den Club rein erstmal. Die wir da erstmal nur nutzen können, um da zu grinden. Wir können gerade mal kurz schauen. Warte mal, falsche Taste. Weil ich meine, wir haben ja noch 1-2 kostenlose Autos. 195er Score muss der Wagen haben. Ich weiß nicht, ob C2 noch was kostenlos war. Den haben wir ja schon received. Noch irgendein anderes kostenloses Auto hier gehabt? Gerade noch nicht frei, ne? Nee, nix. Hier habe ich eh noch nicht frei. Die sind noch gar nicht angelockt. Die müssen ja. Die sind ja Level 19. Immer 2 Level nachher, kannst du rechnen. Ja, da, den kriegen wir ja noch. Den M3 E92 Cabrio, den kriegen wir mit Level 21, kriegen wir den noch. Der ist C2 196. Und da der ja auf jeden Fall nicht unser Auto für die letzte C2-Klasse wird, also vermutlich kann sein, wenn wir ein C3-Auto kaufen oder ein C2-Auto hochtun, weil ich sehe hier noch Skyline und Co., da müssen wir mal gucken. Kann es gut sein, dass wir den hier dann in die Canto Spirit-Dinger reinballern, weil da müssen wir nicht viel tunen. Der hat 196er Score, mit dem könnte man dann easy erstmal fahren, der ist eh geschenkt. Heißt, ja, Canto Spirit werden wir euch damit retten. Einen Bimmer mit einem anderen Bimmer austauschen, so machen wir das nämlich. Wir nehmen einfach einen Bimmer und jetzt ist scheiß Navi geht wieder nicht mehr, ne? Ist wieder broken dadurch. Ja, ist egal.
Eine blaue Linie auf der Straße. Auf jeden Fall, ja, nehmen wir einen Bimmer raus und nehmen dafür einen anderen Bimmer. So nämlich. Da findet der Club danach, ist auch echt noch tricky zu gucken, was wir nehmen, ey. Ich weiß es noch gar nicht. Ja, das BMW Cabrio wäre natürlich, der M3 Cabrio wäre natürlich auch gut für alles andere, was wir machen wollen, ne? Weil es erstmal kostenlos wäre, würde uns richtig Geld sparen. Aber, nee, da hab ich nicht so Bock drauf. Wie gesagt, also nächste wird auf jeden Fall der Porsche in Supra. Weil die beiden haben mich jetzt schon sehr angefixt. Bin ich ehrlich. Die haben mich schon sehr angefixt. Oh, hier drin, okay. Wir müssen ja eh erstmal noch nächstes Mal ein neues Haus kaufen. Das ist ja auch noch auf der Liste. Da müssen wir uns nächstes Mal auch mal umschauen. Das ist aber eine nette Bude hier. Die kostet mich knack viel, oder? Warte, ich habe noch gar nicht auf der Map geguckt, was dieses Haus hier kostet. Ich verdammt bescheuert viel. Wenn ich jetzt mal hinkomme. 40.000. Boah, ist aber schon ziemlich sexy hier, ne? Wenn hier unsere Autos stehen. Die Autos stehen dann halt einfach cooler, muss man sagen, ne? Das ist der große Unterschied. Die Autos stehen sehr viel cooler, wenn man ein cooleres Haus hat. So, wir haben Type R, dürfen wir mal fahren. Nice. Guck mal an. Die hätten wir uns ja auch kaufen können. Aber wir haben ja schon Civic. Eieieiei. Er hat aber Power anders hier, sein Vater, ne? Ich bin voll am Gas und die Kiste lenkt gar nicht mehr. Heilige Mutter, lenkt gar nicht mehr ein. Der hat ja richtig Grip-Spaß vorne. Was sagt denn der Innenraum so? Ambientebeleuchtung sogar. Wow. Okay. Gegenverkehr, moin. Aber es ist trotzdem ein cooles Auto, ey. Type R. Super nice. Darf ich mal? Ja. Boah, aber der ist wirklich. Also, Power anders ist dein Urgroßvater. Wirklich, ey. Du gehst ins Gas und fährst geradeaus. Mutter Maria. Das ist. Uiuiuiui. Sehr krass. Das kann natürlich auch an den Reifen liegen hier drauf. Ich vermute, beste Reifen wird das Problem hier schon lösen. Aber ich gehe eine Kurve rein, jetzt gebe ich Gas. Ne, der schiebt übel vorne rüber. Macht zwar Sinn, weil Frontantrieb ist, aber ein Type R ist eigentlich so eingestellt, dass das, denke ich mal, vermutlich recht wenig machen würde in echt. Da haben die Honda-Ingenieure sich ja höchstens ausgedacht, dass der Frontantrieb das ganz gut auf die Kette kriegt. Wo ist denn das Ding? Ah, da drüben. Garten, moin. Hier, ihr wunderschöner Type R, viel Spaß damit. So, Kohle. Sehr schön, 5000 Credits und haben wir natürlich auch wieder ein bisschen gelevelt da, ne? Weil wir wollen ja da auf Stufe 2 kommen. So, das Gute sind jetzt hier oben und ihr seht, bam, das Elite-Rennen ist frei. Yes, sir. Der Loop ist wieder aktiv. Wir können erneut loopen. Ja, okay, ist ja gut jetzt hier. Erneute Runde, die nächste Runde geht rückwärts. So nämlich. Genau, 48.000. Das Level-Up bringt ja, denke ich, auch wieder 10 oder so mit sich. Dementsprechend. Ich würde schon gerne so 400 haben, dass ich zumindest Doppelte von einem Porsche habe, damit ich so irgendwie mit irgendwas arbeiten kann. Weil ich weiß, wir brauchen Leistung, wir müssen Optik machen, wir müssen Auto kaufen. Das ist, das wird eine wilde Nummer. Ah, wunderbar, Stau. Das ist immer super. Gut. Ah, 1 gegen 1. Okay, was haben wir? Ah, die Corvette, okay. Ich hoffe, ganz auf Dauer, wenn wir die Liederrennen weiterhin fahren, müssen wir uns mal angewöhnen, die Fahrzeuge ans Maximum der Klasse zu tunen jeweils. Also, dass die maxed out sind. Also, die maximale Leistung und so rausholen, die wir haben dürfen. Aber natürlich Potenzial verschenken uns natürlich unnötig schwierig machen. Aber wenn ich ja halt gerade nicht so broke, würde ich das auch tun. Aber wir sind halt so broke. Also klar, wir haben fast 350.000 auf dem Konto, aber die sind halt schon investiert. Die sind schon verplant. Die sind schon in unserem Budgetplan auf null. Das ist das Problem. Das Spiel würde ja ab jetzt nicht billiger werden, ne? Vermute ich mal. Jetzt mal schnell die Scheiße komplett, Mann. Oh, was war denn da? Ich hab da irgendwas mitgenommen. Ich weiß. Oh. Ah, das läuft hier gerade gar nicht gut. Die macht halt auch einfach keinen Fehler, die Frau, ne? Die zieht das jetzt einfach durch. Dabei habe ich nicht mal großen Fehler gemacht bislang. Ja, moin.
Okay, restarten das jetzt gerade noch einmal. Ja. Das ist, nicht so gut. Scheiße. Krass, ich dachte nur mit dem Bimmer habe ich ein Problem, aber das Geile kriegt ja auch Stress mit den, mit den Jungs und Mädels. Fuck, Alter. Komm schon, muss hier irgendwie einen Fehler treiben. Muss hier irgendwie machbar sein. Ja, sehr gut. Ist mal rangekommen. Da können wir uns auch mal ein bisschen reinstechen. Boah, Alter, wie wir hier durchgekommen sind, ist jetzt aber auch wirklich ein Wunder gewesen. Alter, dass das nicht gekracht hat. Also ich war mir sehr sicher, dass ich irgendwo reinfahre oder sie mit der Corvette irgendwo einmal richtig schön im Gegenverkehr mal die Linie deutet. Boah, scheiße, warum geht mir der Arsch denn so weg da? Was war denn da für eine Bordsteinkante? Ey, ich bleib dran, aber das war's, ey. Wahnsinn. Gehabt, dass ich den nicht genauso getroffen habe, aber ich, Mann, der muss ja halt genau in die Ideallinie fliegen, ey, scheiße. Ah, sehr gut, nächster Fehler, okay, das war's. Puh. Oh, da haben wir Lack gehabt. Manchmal ist der Gegenverkehr auch auf meiner Seite. Es gibt die Momente, wo das gerade auch wieder knapp war. In dem Rancho hätte ich auch nur doof anders treffen müssen, dann hätte mir das überhaupt nichts gebracht. Dann wäre das sogar eher nach hinten losgegangen für mich. Eieieiei, 10k, nice, fast Level 18. Nice. 359k, so, here we go. Sehr schön. So, wir gehen wieder in die Wild Juniors rein. Ja, bringt nicht so viel, aber nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Außerdem haben wir ein bisschen Strecke, die wir fahren müssen. Die bringt XP. Und XP bringt Level und ich würde gerne noch Level 18 werden heute, damit wir da auch nochmal die wunderbaren Bonus-Credits damit abstauben. Aber ich will auf jeden Fall, dass er die Schwierigkeit nicht mehr anzeigt, in den Level abzuspielen. Oder bin ich einfach zu bescheuert? Er hat es gemacht und macht's. Ich habe nichts mehr zu freischalten, aber das kann ja nicht sein, glaube ich. Naja, naja. Ich mag den Trauer ZX aber auch sehr. Ja, schön. Die Anfangsautos haben auch immer ihren Reiz. Auch wenn es tempotechnisch natürlich maximal entschleunigend gerade ist. Sieht ja jetzt ein bisschen cool dabei aus. Ach, stimmt. Ja, mit dem brauchst du ja nicht driften versuchen. Ich weiß nicht, wie das so ein Krampf war, die Kiste quer zu werfen. Und jetzt mittlerweile schmeißen wir die Kisten ganz easy quer. Einfach dann Bremse whippen und dann yalla. Das Ding geht dann ganz schön easy rum. Selbst der Skyline, den ganzen Körper, wenn du drauf anlegst. Was mit Racing-Reifen. Und hier ist das schon so ein bisschen. Warte, hat das jetzt auch 7000 Quellen? Sind 150 XP oder habe ich das gerade falsch gesehen? Oder waren es 50 XP? Nehmen wir gleich. In der Klasse ist der Wagen echt gut anscheinend, weil schon lange denke ich, da können wir immer noch ganz gut mithalten. Alter, da gab es ja anscheinend richtig Chaos hinter mir, das habe ich überhaupt nicht mehr mitbekommen. Es ist ja anscheinend jeder gegen alles gefahren. Schön. Kreative Freiheit, wie man mit dem Gegenverkehr umgeht. Oder Laternen oder jegliche Objekte, die man mitnehmen könnte auf der Strecke. Ich weiß nicht, ob die Leaderin hier auslassen sollte. Das sind die entspanntesten. Ich weiß nicht, ob ich die nicht drin lassen sollte, um aber immer ein bisschen runterzukommen. Das ist schon für die Entspannung ganz gut. 8000 Quellen, 150 XP, aber immer besser als die letzten Rennen, warum auch immer wir jetzt mehr bekommen. Aber ich finde es ja gut. Schön die XP da oben hochjagen. Das Level Up auf jeden Fall uns einheimsen können. Schön das Risk-Ding hochkrachen, weil da kriegen wir nämlich auch noch mal ein bisschen extra Punkte. Lohnt sich. Ununterbrochen, so muss es sein. Gegenverkehr. Ach, shit. Oh, Mann, ich dachte, er wäre ein bisschen flotter, der Kollege.
Naja, ist ja egal. Wäre jetzt am Ende eh unterbrochen worden. Die paar Meter machen es jetzt noch nicht mehr aus. Und Level 18. Nice. Sehr schön. Was gibt's denn fürs neue Level? 10.000 Credits, 10 Gold, neue ECU. Ah doch, Teile sind doch noch dabei. Okay, Ultimate-Teile kommen jetzt endlich mal dabei. Wir haben jetzt Ultimate ECU, Turbo, Nockenwellen, Block, Auspuff, Ansaugbrücke und Kopf und Krümmer und Einspritzdüsen. Okay, also wir haben ein paar Sachen aber doch noch frei. Nice, sehr gut. Ja, fürs Rennen, ja, vorher haben wir nicht 150 XP bekommen. Gut. 377.000. Das mit 400k ist auf jeden Fall gar nicht mal so weit hergeholt. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. So. Dann. Yumi Underground. Da ist das nächste Rennen. Wunderschön. 8000. Da porte ich mich aber jetzt gerade mal kurz hier hin. So, hier hin, weil das lohnt sich sonst nicht. Also, ich könnte jetzt auch quer die Stadt hämmern, aber wir müssen es jetzt nicht übertreiben. Ziel ist ja jetzt nur noch die 400k voll zu kriegen. Jetzt hat jemand GTR gekauft. Moin, moin, Bruder. Moin, moin. Oh, der klingt selbst doch komplett bescheuert geil. Meine Fresse. Ich hasse dich. Ich will auch einen haben. Boah, klingt ja gut. Hör auf, mir hinterher zu fahren. Fahr woanders hin. Tja, fahren ist, muss gelernt sein. Er weiß, wie ich meine. Aha, hat sich festgefahren. Ja, du teures Auto, heißt nicht, dass man fahren kann. So nämlich. Ups. Oh, bin mal Kombi am Driften. Alter, yo. Okay, okay, okay. Da ist mehr Leistung als auf jeden Fall in unserem drin. Moin, moin. So. Da gucken wir mal. Papa braucht die Kohle. Alles fürs Geld. Könnt ihr euch damit auf ein Tuning-Folge nächste Folge freuen? Und Auto kaufen. Weil ich kann euch sagen, ich habe immer noch keine auf Supra oder Porsche, ne? Ich sag irgendwie, ich hänge da immer noch so zwischen, ey. Ich habe eins, das ich ein bisschen mehr präferiere, aber da wird halt viel Geld, weil ich da durchballer. Und die Entscheidung kann ich so schnell nicht revidieren. Kann ich dich komplett umbringen, wenn ich will? Ja, Tatsache. Super. Schönen Tag. Ach ja. Bäume sind schön. Vor allem, wenn ich nicht selber gegenfahre. Dann sind Bäume super. Olaf Lauer kriegt ja auch hier in der Klasse trotzdem Racing-Reifen drauf, weil das leichte Untersteuern geht mir schon ein bisschen auf den Senkel. Dass du in die Kurve kommst und dieses leichte Rübergeschiebe nach vorne ist so ein bisschen. Bisschen anstrengend, wollte ich sagen. Mama mia! Das war jetzt gerade aber. Wie gut, dass der Wagen nochmal meine Worte untermauern möchte, aber das hätten wir uns in der Kurve auch so sparen können. Ja, ich habe die Handbremse gezogen, aber das war auch gerade nötig, um das Ding irgendwie in Richtung der Kurve zu bewegen, wo wir weiter mussten. Da sind wir einfach gerade aus die Mauer gefahren. Okay, der Emotion hat sich gerade nochmal gedreht. Sehr schön, gut für uns. Ah, perfekt. Easy. Keine Konkurrenz, keine Probleme. Here we go. Nice. Sehr schön. Wieder 8k. Gold und XP. 85k haben wir mittlerweile. So, wie viel Gold haben wir mit der 203? Nice. Jetzt gucke ich mal gerade ganz kurz. Togi Spirit hätten wir theoretisch. Probieren's, scheiß drauf, komm. Mehr als verlieren können wir nicht. Mehr als verlieren können wir nicht, sag ich mir. Mehr als verlieren können wir nicht. Man kann immer Glück haben, dass die Gegner scheiße bauen. Und jetzt ist es gerade wieder offen, jetzt können wir es wieder fahren. Es wäre so fatal, die Chance jetzt einfach nicht mitzunehmen. Dementsprechend. So. Daumen drücken, was haben wir denn als Gegner dabei? Das ist ein bisschen immer abhängig davon. Civic ist machbar. Na, ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Das Rennen war schon, als wir es in der Kampagne gefahren haben. Tricky, da waren die Gegner auch schon nicht schwach. Geil, ist schon festgeblieben. Ne, ist geil, hat sich auf jeden Fall gedreht, warum auch immer. Ist, frag mich nicht. Boah, natürlich, Mann, ey. Ja, komm, BMW, bitte. Grip jetzt.
Da ist Racing-Reifen drauf. Tu nicht so, als wärst du ein Driftauto. Nein, oh Mann. Boah, Junge, ey. Der Gegenverkehr ist aber gerade nicht auf meiner Seite, wie er spawnt, ey. Wirklich nicht. Das ist doch scheiße hier. Für den vierten, für den fünften, ja, aber komm, scheiße, noch fünfter rein. Mit den Type R bauen Fehler, die anderen kriege ich im Griff gehalten, das geht. Die anderen sind nicht so schnell, aber der Type R ist schnell. Ich auf einen Fehler hoffen. Oh. Hui, das war knapp. So, okay. Aber die, wie gesagt, der Skyline und der Porsche sind nicht mein Problem. Er zieht auch durch und durch und durch. Da kommt kein Fehler zustande, ne? Scheiße, ey. Ah, Gegenverkehr. Ja, Kenton Spirit ist mit dem Auto einfach nicht machbar aktuell. Jetzt ist einfach, der Wagen ist zu schwach. Was soll ich machen? Mir fehlt wirklich eckernde an der Kurvengeschwindigkeit. Also wirklich. Der für die Elite-Rem ist auch dauernd, es wird anderes hier in den Club reinstellen. Das ist mit dem Auto halt so ein bisschen sehr viel Quälerei. Also weil der Abstand ist jetzt schon lächerlich, der ist da vorne schon in den Kurven, Mann. Und von hinten kommen sie auch langsam wieder ran, also es ist nicht so, dass ich das Ding hier halte. Ich weiß jetzt auf jeden Fall zu Ende, weil wir gerade ganz gut XP oben sammeln. Deswegen will ich auf jeden Fall die XP zumindest mit nach Hause nehmen. Aber einen Rennsieg werden wir nicht mehr nach Hause nehmen, das können wir uns mal ganz klar abschminken. Eieieiei, Alter. Formunterschied ist krass. Es geht ja am Ende nur um 2 Punkte, aber die nehme ich komplett auseinander aktuell. Aber es liegt auch mit an dem Auto, muss man leider sagen. Der Bimmer ist auch echt nicht so stabil. Der Bimmer ist auch wirklich nicht so gut. Der Bimmer ist auch einfach nicht so gut. So, gehen wir wieder zurück zum Skyline. Da haben wir noch 4 Minuten, heißt, wir machen jetzt noch eine Liefermission, die ist hier gerade eh um die Ecke, perfekt, go hier. Da machen wir noch eine schöne kleine Liefermission. Dann haben wir fast 4K, damit sind wir, denke ich, mal ganz fein am Ende. Oh, man muss ja noch rechnen, ich muss ja noch ein Haus kaufen, ne? Ja, wir werden eh wieder die billigste Butze nehmen. Teure Autos, aber billige Wohnung, glaubt mir, das wird weiterhin erstmal, solange es geht, unsere Attitüde bleiben. Weil klar, wenn die Autos schöner in der Einfahrt stehen und so, I get it, das sieht schon cool aus. Aber noch sind wir nicht in der Lage, dass ich mir meine Moneten so um mich werfen will, nur damit das Auto cool parkt. Aktuell ist es ja so, ich will, dass mein Auto cool aussieht. Da schmeiße ich gerne Moneten um mich. Da bin ich gerade eher dabei. Gut. Aber die Kanalui macht ja auch Sinn, die leveln wir ja auch damit schön. Irgendwann haben die auch Level 2 und dann lohnt sich die ja auch richtig hart. Gerade sind sie von den Credits halt ganz nett. Aber that's it. So, was kriegen wir denn schönes diesmal? Was dürfen wir denn diesmal fahren? 5000 Credits gibt es dafür. Oh, Porsche, guck mal her. Ah, shit. Das ist nicht gut. Ich will das Ding nicht fahren. Ich will nicht wissen, wie das fährt. Ja, gut, schauen wir mal, ne? Will ich das haben? Supra sind wir noch nicht gefahren. Der Porsche kann jetzt versuchen, mich zu überzeugen. Boah, klingt englisch. Ey, das, wenn ich das hier gerade auch so mit dem Sonnenuntergang sehe, Digga, es wird schon schwierig, dass der Supra das überbietet. Nicht böse gemeint. Aber ich würde den nicht auf RWB umbauen oder so wie der andere 964. Ich würde den schon gerne in dieser klassischen Optik lassen wollen. Weil ich finde diesen klassischen Stil, diesen Outlaw-Singer-Stil immer super geil. Ich finde zum Beispiel auch von Magnus Walker die Porsche ultra geil, sein Outlaw-Porsche. Finde ich optisch mega, mega fett, das Ding. Und auch grundsätzlich auch von Singer und so. Ich finde die ein bisschen cleaner, sogar ein bisschen geiler. Vor allem die alten Generationen. So 993 finde ich als RWB richtig fett. Aber die alten bin ich eher so Team schön clean, oldschool. Der Scheiß. Der Punkt. Boah, es wird schon schwierig, dass ich da eine Supra vorziehe. Ich kann es euch, ihr werdet es nächstes Mal sehen. Wir entscheiden das nächste Mal spontan, ne? Würde ich mal behaupten. Nächstes Mal wird spontan entschieden, welches Auto da als nächstes kommt. Wie weit sind wir denn Kalle Lewis eigentlich gerade? 11 und 25. Ey, nach und nach
Wir kommen auf jeden Fall ran und mit diesen wunderbaren Worten bin ich auf jeden Fall raus für diese kleine Folge. Wie gesagt, nächste Folge geht's auf jeden Fall mit dem nächsten Auto los und Tuning, freut euch drauf. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Clap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.